Alle Jahre wieder werden die Scheinwerfer ausgepackt und die Häuser im Paderborner Dorf angestrahlt. Bunte Lichter rund um den Dorfteich. Dort stehen auch die rund 30 Verkaufsbuden. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Und die Menschen, die kommen gerne zum Museumsadvent hier nach Detmold. Wir sind wieder drin im Trockenen, im Fachwerkhaus. Und das ist eine besondere Spieluhr aus dem Jahre 1898. Ist, 98 ist richtig. Ralf Hohmann hat das Ding hier. Und zwar schiebt er als nostalgischer Walk-Act, als Kleinkünstler. Ganz genau. Was ist das Besondere hier? Funktioniert die überhaupt noch? Ja, die funktioniert. Das Besondere ist, es ist also keine Drehorgel, wie viele Leute meinen, sondern es ist ein mechanischer Musikautomat mit einem Federmotor, den man erst aufziehen muss. Anschließend wirft man eine Münze ein. Und dann kann man das Stück hören. Jetzt will ich das aber auch testen. Ob's wirklich, da also ist die Kurbel. Einfach mal kurbeln. 5 bis 6 Mal feste umdrehen. Sehr gut. Das reicht. Ja, das reicht. Eine Münze. Eine Münze und? Und mit Gefühl einwerfen. Mit Gefühl einwerfen. Jetzt bin ich gespannt. Klingglöckchen, Klingelingeling. Oh, das am Museumsadvent hier im Freilichtmuseum Detmold. Übrigens, wer Lust hat, kann vorbeikommen. Morgen ab 14 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr. Aber ich sage Ihnen was, am schönsten ist, wenn es dunkel ist hier im Paderborner Dorf.